Yo, yo, Hallöchen und herzlich willkommen zu The Technomancer. Das Spiel kam gerade raus, glaub gestern, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich habe es mir direkt mal besorgt und ich bin echt mal gespannt auf das Spiel. Das ist ein Action-RPG, soll das sein? Technomancer ist jemand, der mit Maschinen kommunizieren kann. So viel weiß ich bis jetzt. Und wir befinden uns auf dem Mars. So, wir gehen mal ganz kurz in die Option, dass wir alles richtig einstellen. Und dann legen wir auch direkt mit dem neuen Spiel los. So, Video, wir haben alles auf das Höchste gestellt, dass ihr das mal seht. Höher geht's nicht mehr. Spiel haben wir natürlich auf Deutsch. So, und dann würde ich sagen, wir fangen direkt mal mit dem neuen Spiel an. Euch viel Spaß beim Zugucken und los geht's. Komm, wir spielen einfach mal auf leicht, dass wir schön flüssig durchkommen. Bin echt mal gespannt. Wie gesagt, das Spiel kam gestern raus. Sozusagen taufrisch. Und sah echt ganz geil aus auf den, ich habe ein paar YouTube-Videos gesehen und ein, zwei Testberichte. Und bin echt mal gespannt auch auf die Story. Wie gesagt, wir befinden uns auf dem Mars. Und mehr weiß ich nicht. There is water. On Mars, where it is rare, water is a source of conflict, struggle, and death. Since the turmoil, there have been unending wars, fought over the possession of clean water. We are the forgotten children of Earth, trapped in this red, barren wasteland. Here, hell is not a concept, it's our reality. And the reality is that every drop counts. Then there were the unfortunates, caught in the full power of the sun's radiation, forced to deform, mutate into unrecognizable monsters. The others, the ones who remained similar to our ancestors in likeness, hid under massive metal shells, governed by water corporations. But in the slums, people's lives aren't worth much more than the mutants. And I would know. That's where I spent the first 10 years of my life, under the boot of the Vori. Of course, in despair, there is hope. Some have begun to explore, travel even, from corporation to corporation, leaving their loyalties behind. We have organization, structure, and inevitably, politics. We have rulers, a people's assembly, and far removed from us, the Dowser, the inaccessible face of abundance. And finally, there's us, the elite protectors of the people, the spearhead of the army, my brothers and sisters who all share the same special gift. We are Technomancers. Okay, bin ich mal gespannt. Also das sind wir jetzt. Komm, wir verändern uns mal. Wir gucken mal, was es alles gibt. Okay, man kann nur vorgefertigte Sachen nehmen. Also nicht so wie bei Fallout 4, wo man echt alles anpassen kann. Komm, wir zappen mal so ein bisschen durch. Ich würde mal sagen, der ist ganz nice. Hautfarbe pink. Nur wir nehmen mal so ein bisschen heller. So ist doch schön. Lange Haare wären cool. Gucken wir mal, ob es das gibt. Nö, komm, dann nehmen wir Glatze. Haarfarbe gibt es in dem Fall nicht. Und die blauen Augen. Wissenschaftsstufe 1. Verfügbare Punkte 1. Okay, wir können jetzt hier irgendwas ausrüsten. Schaltstufe 1 für wissenschaftliche Kontextaktionen frei. Erhöht die Erfolgschancen im Dialog, Klammer Wissenschaft, um 25%. Ah, also wenn wir mit anderen Leuten sprechen, haben wir wahrscheinlich eine bessere Überzeugungskraft und so weiter. Und Stärke. Haben wir jetzt auch einen Punkt vergeben. So, und das war alles, was wir aufrüsten konnten, beziehungsweise upgraden, bestätigen. Und los geht's. Ahoy, Zachariah. Scott, you came. Wouldn't miss it for the world. Sure, my memory isn't what it... But I remember to write things down on my calendar. Although I do sometimes forget where my calendar is. Anyhow, I knew your last cadet mission was today. Any nerves? If it's any consolation, you look more than fit enough. No, I'm good. I'm ready. Mm-hmm. Yes, healthy flush of the skin. No rapid eye movement. You don't look stressed out. Very well, I won't bother you anymore. Oh, but if I can bother you,
Just a moment. I recently acquired a batch of materials that can improve your gear. It's not much, but I thought you'd like it. Can't believe you're going to be an officer soon. Yeah, me too. Thanks, Scott. Means a lot. Ah. I fear we've dilly-dallied on pleasantries. Your master, Sean, waits for you in the courtyard. So stiff, that one. I fear his spine is concocted from steel. A spine prosthetic. How interesting. What if... Oh, and stop by the clinic and come shoot the chit-chat. No, no, that's not... Just don't be a stranger. If you feel ill or need a hand, come see me. I'm always glad to help. Good luck, my boy. Thank you, Scott. Will do. I promise. Okay, alles klar. So, das ist sozusagen unser Arzt, so wie es aussieht. Und wir sind auf dem Weg, ein Offizier zu werden. Wir müssen noch eine Mission machen, dann sind wir ein Offizier. So, jetzt gucken wir uns hier mal um. Auf den Werkbänken, die du findest, kannst du Upgrades an deiner Ausrüstung durchführen. Okay, das sind wahrscheinlich hier diese Werkbänke hier. Gezacktes Tanto. Was ist das? Ach, hier sehen wir einfach unseren Inventar. Waffen, Rüstungen, nutzbare Gegenstände. Okay. Bis jetzt haben wir noch nichts. Da kriegen wir bestimmt im Laufe des Spiels einiges dazu. Hier habe ich noch was gesehen. Was ist das hier? Okay, können wir nicht betätigen. So, dann gucken wir mal, dass wir hier irgendwie weiterkommen. Gehen wir hier mal runter. Übrigens spiele ich mit Maus und Tastatur und nicht mit meinem Xbox One Controller. Was aber auch gehen würde. Also man kann es natürlich auch mit Controller spielen. Scheiß Manzer, immer wenn sie kommen. Ich warte mal kurz, ich lasse mal euch lesen. Wird ja eh vorgelesen. Böser Junge, böser Junge. Komm, wir gehen mal weiter. Wir müssen noch zu unserer Mission, denke ich mal. Ja, was mit der Steuerung ist ein bisschen komisch manchmal. So, wir öffnen mal das Tor hier. Du hast Gegenstände gefunden. Du kannst verschiedene Gegenstände und Komponenten aus Behältern und von Leichen mitnehmen und damit Upgrades für deine Ausrüstung durchführen. Alles klar. Ach, hier geht die Tür auf. Das war ein Mülleimer oder sowas. Wir haben jetzt irgendwas gefunden. Oh, oh. Zachariah, today, as you know, marks your final mission as a cadet. I trust you are prepared. Of course, Master. Ready, willing, and able. And a little nervous. Normal and expected. That's why I have gathered together your usual instructors to allow you to warm up and prepare. It's for you to ace the tests for each fighting technique. Prepare yourself. And once you are ready, join me at the station. From there, a train will take us to the mission site. Thank you, Master. Thank you, Master. Okay, jetzt kriegen wir gleich unsere erste Mission. Trainiere die verschiedenen Kampfstile und rede mit der Wache. Erlerne das Kampfsystem. Okay, dann gucken wir mal. How about a little self-defense training? Komm, wir machen mal, wir trainieren mal. Why not? That's the spirit. Here we go. Das interessiert mich auch mal, das Kampfsystem. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Sie wechselt zum Kampf mit Wächterstil. Ziel erfassen. Steuerung links ist blocken. Und Kolbenhieb ist... Das da. Linke Maustaste. Rechte Maustaste können wir ausweichen. Uiuiui. Ey, wieso reicht der nicht aus? Ja, da muss man erstmal ein bisschen klarkommen mit diesem Kampfsystem. Ein bisschen seltsam. Komm, noch ein Schlag. Immer schön ausweichen. Der hat doch eigentlich schon längst keine Energie mehr, oder? Und wegstecken ist V.
Okay. Noch eine Runde? Nö, komm, lassen wir mal. Wir gucken mal, lassen wir weiterkommen. Nein. Your call. You're gonna wish you had some good defensive training though when you find yourself in trouble. Okay, also das erste Training haben wir hinter uns. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Das sieht euch echt auch geil aus. Zieht euch das mal rein. Bin mal gespannt, wenn wir auf der Oberfläche des Mars sind. Des Mars? Heißt es eigentlich des Mars oder des Marses? Was müssen wir machen? Wir müssen, glaube ich, mit dem da reden. Hey, heard from Captain Sean, you're heading out to the station. You leaving now? Nö, komm, wir trainieren noch einmal ganz kurz. Wir haben nämlich nur eins von vier abgeschlossen. Komm, eins machen wir noch. Dass wir ein bisschen vorbereitet sind nachher im Kampf. Wir reden mal mit dem. Klar, Messer und Pistole. So, X wechselt zum Kampf. Gauner-Stil. Schlitzen. Ach, das ist einfach wie so ein Schwert, nur ein bisschen kurzer. Oh, das ist richtig krass, das Messer. Können wir auch richtig schnelle Attacken hintereinander machen. Komm, wir machen einen Schildangriff, was wir gelernt haben. Und schießen mit Steuerung links. Ach, ich glaube, den haben wir fertig. Der ist am Arsch. So, wir stecken mal wieder weg. Erfahrung erhalten. 10. Ne, nicht noch einmal. Okay. Kommen wir trainieren noch das letzte jetzt. Beziehungsweise das vorletzte. Jo, wir machen mit dem Stab. Umgang mit Stab. Technomancer-Kontrolle trainieren. Wir machen mal Technomancer. Indeed. Remember to attend to your surcharge risk. I would hate to have an accident. So, dass wir ein bisschen was blicken, wenn wir nachher spielen. Technomancer-Kräfte können mit jedem Kampfstil eingesetzt werden. Einige dauerhafte Effekte verbrauchen Flüssigkeit. Oh, das ging ein bisschen arg schnell. So, drücken wir mal die 2. Ach, das ist ja geil. Können wir unsere Waffe aufladen? Tabulator entfernen. Lichtbögen. Oh, geil. Das ist ja richtig cool. Krasses Kampfsystem. Was haben wir hier noch? Elektrowaffe. Nicht genügend Flüssigkeit. Okay. Müssen wir uns dann... Ich weiß nicht, wo wir die Flüssigkeit herkriegen, weiß ich nicht. Aber, jetzt gucken wir gerade mal, was wir noch... Wir müssen noch irgendwas öffnen. Hier stand doch gerade was. Um Lichtbögen zu benutzen, öffne das aktive Pausenmenü mit Tabulator entfernen. Okay, Lichtbögen. Hier. Müssen wir nochmal einfach einmal schießen, oder was? Einmal machen wir noch, komm. Jetzt haben wir aber nicht genügend Flüssigkeit. Gut, komm, wir brechen jetzt einfach ab. Ich glaube, wir sind hier durch irgendwie. Oder ich blick's nicht ganz. Ne, wir müssen das abschließen, sonst können wir nicht. So, Flüssigkeit. Müssen wir irgendwas abschießen oder so? Um Lichtbögen zu benutzen, öffne das aktive Pausenmenü. Das machen wir die ganze Zeit. Hier Lichtbogen. Wähle auf dem Reiter Technomancer mit der Maus. Und anschließend Taste deiner Wahl. Zuweisung einer Schnelltaste. Wir nehmen es einfach mal. Sofortige Benutzung. Ey, seltsam. Vielleicht müssen wir mit dem irgendwas machen? Nö. Lichtbögen. Ich glaube, wir müssen irgendwas abschießen. Aber was denn? Vielleicht das hier? Komm, wir gucken mal. Das ist doch seltsam, oder? Wir müssen doch irgendwo drauf schießen.
Ich verstehe es nicht. Komm, ich schieß mal auf so eine Wand oder so. Auf so eine Zielscheibe. Da geht auch nichts. Ey, was ist denn da los? Sehr seltsam. Bestimmt ein Bug. Ey, das ist echt seltsam. Wir kommen auch nicht mehr raus aus diesem Menü jetzt. Wir können das nicht abbrechen, irgendwas machen. Tja, so wie es aussieht, muss ich mal ganz kurz das Spiel beenden und dann von der Stelle weiterspielen. Das machen wir jetzt aber mal ganz kurz. Zurück zum Hauptmenü und fangen einfach direkt nochmal da an. So, fortfahren. Vielleicht war das ja ein Bug, was ich aber nicht glaube. Keine Ahnung, was wir da hätten machen müssen. Da waren ja auch nirgendwo irgendwelche Zielscheiben oder irgendwas. Und abbrechen konnten wir das auch nicht. Seltsam, seltsam. So, komm, wir verlassen es erstmal direkt und scheiß mal auf das Training. Hey, heard from Captain Sean, you're heading out to the station. You leaving now? Yeah, leaving. Jetzt bin ich mal gespannt.